Damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir, und zwar dieses Mal von der Erlengrad. Einen wunderschönen Mittag wünsche ich euch. Jo, wie ihr bestimmt in der ersten Folge im Timelapse vom Hofbau gesehen habt, habe ich einen schönen Hof erstellt. Und ja, jetzt sind wir mit dem CETA 25K unterwegs, holen wir uns den Joskin. Und ja, dann fahren wir wieder zurück, würde ich sagen. Wenn es euch gefällt, lasst gerne eine Bewertung da, schreibt gerne ein nettes Kommentar, und dann würde ich sagen, legen wir los. So, schauen wir einmal. Das brauchen wir nämlich für unser Dings, für unsere Gewächshäuser, für Wasser. Und jo. Ah. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr das auch habt, das DLC von dem. Vom CETA-K 25. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo er kann. Ah, gerade auf, glaube ich. Oder an, haben wir Bosch gemacht. Da ist Einfahrt verboten. Das sollen wir gleich mal machen. So, dann werden wir da schön auf dem Parkplatz umdrehen. So, ich glaube, da kommen wir locker um. Oder nicht. So, dann schauen wir mal, wo wir da umkommen. Boah, das war knapp. So, hold on. Kommt da auch keiner? Also, gib ihm. Warte, leider nur 22 km/h, aber das ist schnell genug für den Oldtimer. Und ja. Schauen wir gleich mal. Und falls euch wundert, nein, ich habe noch nicht meine Logitech G29 angeschlossen. Starten noch ein bisschen. So. Ja, jetzt noch über die Schiene dran passen. Und zu meiner richtigen Richtung. Ah, jetzt passt ja genau pünktlich. 7.34 Uhr kommen. Ja, die Story erzähle ich euch gleich, wie wir dazu gekommen sind. Jo, ich hab da den Hof gekauft oder übernommen, sagen wir es mal so. Und jetzt haben wir mal schauen, damit wir den erwirtschaften. Da haben wir schon schöne Solarpaneele mit der Finanzierung vom Umweltbonus haben wir schon erreicht. Das bringt uns ein bisschen Geld in der Stunde. Wie ihr gesehen habt, haben wir da einen Kuhstall und einen Schweinestall. Dann die oben zwei Ding. Ah, jetzt muss er zurückschalten. So. Und jetzt sind wir eben da. Jetzt habe ich eben noch was vergessen, und zwar die Wasserquelle haben wir vergessen. Wo werden wir die hin platzieren? Da sind eben unsere schön fleißigen Bienen, die produzieren den frischen Erlengrad-Honig. Ja, wo werden wir denn den hin platzieren? Ein schönes Platzl müssen wir noch finden. Ach, das schaut schon kaputt aus. CETA-K 25. Stellen wir den Ding da, ja, würde ich sagen. Dann würde ich sagen, danke mal den schönen CZK25 auf. Schreibt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare, ob euch das gefällt mit den kleinen Oldtimer da.
Ja, ich weiß, da ist noch ein bisschen uneben, das muss ich noch ein bisschen anpassen. Bin noch nicht noch so vertraut mit dem neuen Bodentool da. So, dann werden wir das mal zurückschieben, ne? Schaut ein bisschen komisch aus, die Kombi mit seinem großen Fass und bohren den kleinen Traktor. Aber es geht schon. So. Lassen wir den nochmal voll laufen da. Und dann war's das. Ja, das dauert glaube ich eher ein bisschen, aber ich kann mal nicht umschauen. Ah, 63%, das passt. Wie ihr gesehen habt, es da im 9 oder im Trailer vom Hofbau. Ich hoffe, es hat euch gefallen, der Trailer. Da sind eben unsere Bienen. Kilogramm, 120 Liter Honig, was kosten der aktuell? Ich muss mich da jetzt vertraut machen mit der Übersicht. Honig, Kuchen, Butter, Käse, Stoff, Honig, 2250, wo es bringt schon was. So, jetzt springen wir mal um da zum Zeta wieder und schauen. Dann befüllen wir einmal unsere Ding. Ach, das geht drüber für euch schon. Schreibt gerne auch mal eure Meinung zum LS22 in die Kommentare. Jetzt ist es schon eine Woche her, weil der Release worden ist. So, dann machen wir da mal auf, da die Tier, damit wir reinkommen. Ah, alle schon. So, jetzt werden wir nochmal das andere Gewächshaus machen und dann Videos kommen wie gewohnt Mittwoch und Freitag jeweils um 12 Uhr, könnt ihr gerne vorbeischauen und ja, dann würde ich sagen, schauen wir mal weiter, wieder auffüllen, dann lassen wir den nochmal stehen, dann die Wiese gehört auch uns, wie ihr gesehen habt. Das ist auch eine schöne Wiese da. Schöne saftige Wiese. Die braucht Dünger und Kalk. Aber jetzt werden wir zuerst einmal abernten. Oder halt abmähen. Nicht abernten. Wie hoch sieht das an? Ja, abmähen auf jeden Fall. Schaut euch die schönen Blumen an da. Margariten, Löwenzahn. Das kenne ich gar nicht, was sind das? Ja, auf jeden Fall viel, viel schöner als wie im LS19. Ja. Da weiß ich nicht, was da passiert ist. Und ja. Ach. Dann da die schöne Hofbeleuchtung. Passt auch. 730 Liter für 7500 Liter Wasser ist halt auch nicht wenig. Aber was will man machen? So. Dann schauen wir mal, wie viel wir da mit dem schönen Glashaus da verdienen. Mit Salat, Tomaten und so weiter. Schreibt es gerne mal eure Meinung in die Kommentare, was wir so machen sollen als nächstes. Sollen wir dann gleich auf Tiere gehen? Oder sollen wir zuerst auf Weinbau gehen oder Oliven? Oder würde ich sagen, lassen wir das aus dem Projekt draußen. Schreibt es gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Und schreibt es gerne mal in die Kommentare, ob bei euch schon der Winter eingekehrt ist.
weil aktuell zur Aufnahmezeit bei mir hat es am Vortag geschneit so. So. Werden wir nochmal zweimal fahren. Ja, dadurch ist eben der Hotdog reiniger. Das mit dem Stein, da muss ich noch ein bisschen tüfteln. Der ist. Oh ja, 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 ja. Da war ich jetzt zu schnell eingelenkt. Hab zu schnell eingelenkt. Bin voll guter Deutsch. Jo, und dann würde ich sagen, machen wir jetzt einmal noch zwei Fuhren Wasser. Ich muss mich ja erst an die Konsolenbefehle wieder gewöhnen, weil das ist wieder neu. So. Schauen wir gleich mal. So, da lang. Dann fahren wir mal, der Zug fährt auch, da fährt der Verkehr. Übrigens, der Verkehr ist auch jetzt schneller geworden, aber trotzdem noch gefährlich, würde ich sagen. Der schiebt den einfach weg, kennt er nichts. Ja, da muss ich wirklich nur ausbessern. So. So, meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst so gern eine Bewertung da, schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare und dann sehen wir uns zur nächsten Folge vom Erlengrad-Projekt und schreibt gerne eure Meinung zu dem CETOR K25 in die Kommentare und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao.